Da oben sitzt der. Denke, wir wollten auf bekommen mal. Da ist der. Der meckert. Was gibt's da zum Meckern, Eichelreiher? Nur Kinder unten am Spielen. In der Tanne sitzt der. Da flog ganz nah am Balkon vorbei. Ich dachte, ich guck nicht richtig. Hätte ich das gewusst, hätte ich den ganz nah aufnehmen müssen am Balkon. Ich kann jetzt gerade nicht, der ist doch ein Baum. Achso, ich bin noch hier. Jetzt, ich gehe zur Seite hier. Jetzt kannst du dich hinsetzen. Ich wünschte, ich hätte den ganzen Tag vom Balkon aufnehmen müssen, weil er bekommen vorbeiflog. Die fliegen auch schnell, ne? Das ist der Eichelreher. Der hat Langeweile, der hat keinen zum Spielen. Du hast den Fernseher nicht auf Sturm. Und das ist mir jetzt scheiße. Das finde ich jetzt scheiße auf Deutsch gesagt. Ich habe gesagt, mach den Fernseher auf Sturm. Jetzt hast du meine Aufnahme komplett versaut. Nein, die ist leise, die hört man gar nicht. Da. Komm, bin ich scheiße drauf, wenn meine Aufnahmen wieder schlecht. Ich hab jetzt gar nichts gemacht, ey. Ja, du bist jetzt wieder sauer, weil du den Fernseher auf Stumm machen musstest. Nein, der war leise.
Ich sehe den jetzt auch nicht, Bär. Ich höre den dritten Mal noch gehört. Ja, ich sehe den in der Tanne nicht, Bär. Wieso waren das denn geflogen? Ich kann ihn auch sehr schlecht sehen durch die Tanne. Ja. Ich habe gesagt, mach den Fernseher auf Sturm. Von mir aus gehe ich bald in die Grünen und mache dann meine Aufnahme. Dann mache ich auf Block und keine Aufnahmen mehr. Dann kannst du in Ruhe Fernseher gucken, okay? Nee, böse gemeint.
Das war ein Eichelhäher vom Feinsten. Das heißt, immer im Flugzeug kannst du aber nicht sehen.